Meine erste Demonstration war tatsächlich der Protest gegen TTIP und CETA. Eine sehr große Demonstration. Ich glaube, da waren 100.000 Menschen auf der Straße in Berlin. Mich hat Rudi Dutschke stark beeinflusst. Was mich an Dutschke und auch vielen anderen Aktivistinnen und Aktivisten damals, es war nicht nur der SDS, auch generell die 60er Jahre weltweit waren sehr dynamische Zeiten, wo man wirklich das Gefühl hatte, oder zumindest das, was man aus Videoaufnahmen und aus Texten mittlerweile so kennt, was übrig geblieben ist, dass es den Leuten ernst war, dass wirklich die Welt sozusagen auf dem Spiel stand und subjektiv zumindest damals die Empfindung war, dass sich der Kapitalismus überwinden lässt. Diese Hoffnung, dieser Optimismus und auch dieser Wille, das ist was, was heutzutage ich mir auch mehr wünschen würde. Ja, und ich glaube, davon zehre ich. Ich glaube, jeder Mensch braucht so ein bisschen seine Kanäle, wo er auch mal den Frust des Alltags ablässt. Ich spiele Fußball. Und Albert Camus hat mal gesagt, dass alles, was er über Solidarität weiß, dass er das aus dem Fußball gelernt hat. Und genau, ich glaube, ich würde auch sagen, dass viel kollektives Agieren, im Team arbeiten, jeder hat so seine Rolle und versucht so sein Bestes mit reinzugeben, dass ich das schon früh auf im Fußball irgendwie entdeckt habe für mich. Im Fußball habe ich gelernt, dass jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken, Schwächen mitbringt. Und dass es vor allen Dingen eine Herausforderung ans Kollektiv ist, mit diesen umzugehen und vielleicht auch bestmöglichst irgendwie ja, zu nutzen. Ich bin aktiv in der Linken und was, glaube ich, eine ganz große Niederlage ist, natürlich der Aufstieg der Rechten, der AfD, vor allen Dingen hier im Osten, was wir nicht verhindern konnten. Und dazu zählen natürlich auch Massenmobilisierung auf der Straße, dass die AfD jetzt im Bundestag ist, dass sie Teil der etablierten Politik ist. Das ist schon was, wo ich im Rückblick auf die letzten Jahre mir so denke, das hätte es nicht gebraucht. Ich glaube, ich kann von vielen politischen Bewegungen erzählen, die ich mit begleitet habe, auch gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, beispielsweise im Rahmen der Pflegekampagne, die erfolgreich waren, wo ich wirklich mit schillernden Augen draufblicke, aber das waren nicht meine Kämpfe. Wenn ich ganz auf mich blicke, ist, glaube ich, der größte politische Sieg, erkannt zu haben, dass ja, Erfahrungen wie Armut, wie Ausgrenzung, wie Diskriminierung, dass das keine Dinge sind, die ich zu verantworten habe, sondern dass das ja, ein Stück weit sozusagen die gesellschaftlichen Missstände reflektiert und ich da eine betroffene Person bin, die aber auch sozusagen sich dagegen wehren kann. Und ich glaube, so diesen Gedankensprung sozusagen zu haben, man ist nicht nur Opfer, sondern man kann auch aktives Subjekt der Veränderung sein, sich dagegen auflehnen, das ist für mich vielleicht so eine zentrale Schlacht, die ich gewonnen habe, innerlich in mir. Die Kämpfe in der Pflege finde ich inspirierend, weil sie erstens den zentralen Treiber in der Gesellschaft, und zwar das Profitstreben, in Frage stellen. Sie sagen sozusagen, Gesundheit ist keine Ware und dementsprechend sind auch unsere Arbeitsbedingungen relevant und können nicht untergeordnet werden unter Profitinteressen. Und zum anderen, weil in den letzten Jahren in der Pflege die Kämpfe mehrheitlich von unten aufgebaut und organisiert wurden. Einerseits fühle ich mich nicht, weil ich mich organisiere. In verschiedensten Zusammenhängen, gewerkschaftlich. Ich bin in der Linken aktiv. Ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun, die gemeinsam tagtäglich arbeiten, dass sich das verändert. All die Erfahrungen, die meine Eltern gemacht haben, ihre Migrationsgeschichte. Meine Mutter hat eine Fluchtgeschichte. Mein Vater ist als Vertragsarbeiter damals ins Stahlwerk in Freital gekommen. Das sind viele Geschichten, wo ich wirklich knabbern muss, sie mir anzuhören und gleichzeitig dann doch so wertvoll auf eine Art und Weise, weil ich sowohl den Umgang sozusagen meiner Eltern damit kenne, der nicht immer nur war, sozusagen das hinzunehmen, sondern auch sich dagegen zur Wehr zu setzen. Aber auch sozusagen vielleicht für das eigene Empathievermögen, wenn man von anderen Menschen hört, wie sie sozusagen in der Gesellschaft, welche Rolle sie einnehmen, wie sie manchmal gesehen oder übersehen werden. Ich glaube, das schärft auf jeden Fall sozusagen so einen sich in andere Menschen hineinversetzen, zumindest zu versuchen, wenn man genau eine Migrationsbiografie hat mit Eltern, die nicht nur Rassismus erlebt haben, sondern auch viel Armut. Und ja, ich glaube, Empathie ist vielleicht das, was ich...